Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Raft. Wir kommen gerade aus dem Community Run von Elden Ring, der letzten Folge. Wir haben alle Bosse gelegt und ich habe überlegt, was wir als nächstes machen, weil der Community Run sehr, sehr gut angekommen ist. Und habe ich mir überlegt, wieso machen wir das Ganze nicht auf einem Raft? Wir treffen uns jeden Sonntag um 12 auf dem Raft und zocken zusammen die Story durch oder chillen einfach so ein paar Stündchen zusammen. Ich werde dafür ein Raft aufmachen. Ihr müsst mir eine Freundschaftsanfrage auf Steam schicken. Da nehme ich euch an. Und dann können wir jeden Sonntag um 12 Uhr zusammen ein bisschen raften. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn viele neue Leute dabei sind. Aber bestimmt werden Amarelli dabei sein. Es werden Nico dabei sein. Es wird Leo dabei sein. Also schon einige, die darauf bestimmt mega, mega Bock haben. Und wenn ihr da mehr erfahren wollt, könnt ihr gerne mal auf dem Discord vorbeischauen. Dort gibt es unter Events dann die genauen Daten, Beschreibungen, alles, was ihr wissen müsst. Es wird also ein Raft Community Run geben. Da habe ich extrem Bock drauf. Auf die Idee kam von Leo, die kam nicht von mir alleine. Ich werde dann auch verschiedene Jobs verteilen. Dass jeder quasi was Bestimmtes zu tun bekommt, wie zum Beispiel Koch, kriegt dann so eine Kochstation. Einer kümmert sich um Tiere und Pflanzen, einer kümmert sich nur ums Raft und dass das Raft halt gebaut wird und das Lagermanagement. Dann gibt es einen, der kümmert sich nur darum zu jagen, einer kümmert sich darum, weiß ich nicht, um Strom oder sonstiges, um die Motoren, um Einsammeln von den ganzen Sachen und sowas. Also, da werden wir schon verschiedene Jobs für jeden Einzelnen finden. Ich glaube, die Maximalanzahl für Raft sind, glaube ich, 8 Leute. Das kriegt der Server noch hin. Also, wir werden wahrscheinlich das Ganze auf 6 Leute maximieren. Das heißt, plus, also mit mir dürfen höchstens 5 weitere Leute mit dabei sein. Ich denke, dann sollte das Ganze noch vernünftig laufen. Ab 7, 8 habe ich gehört, kann es dazu kommen, dass das Game abstürzt, beziehungsweise der Server abstürzt. Deswegen denke ich, reicht es, wenn wir dann zu 6 sind. Und ja, da würde ich mich natürlich freuen, wenn ganz, ganz viele Leute mitmachen und mit mir zusammen raften. Machen wir sowieso schon hier auf meinem Raft, aber dann hätten wir ein Raft, was wir wirklich zusammen haben. Was ich auch nicht alleine spiele, sondern wirklich nur mit euch zusammen. Ich glaube, es wird eine ganz geile Sache. Also nochmal an alle, die das auf YouTube sehen. Wenn ihr beim Raft Community Run dabei sein wollt, gerne Discord einmal abchecken und den Twitch-Kanal. Alle Informationen gibt es nämlich auf Discord. Und würde mich natürlich freuen, wenn ganz, ganz viele Leute dabei sind. Am liebsten hätte ich, wenn ich um 12 Uhr live gehe und 10 Leute wollen mit aufs Raft. Dann hast du nämlich die Qual der Wahl, die Leute müssen sich abwechseln und dann wird's witzig. Wenn die Leute sich gegenseitig flamen und sagen, ey, lass mich doch mal ran, ich mach das besser, dies und das und blub. Das wird witzig. Also, ich habe ja eben gesagt mit den Jobs und so und da kann jeder eine Aufgabe übernehmen. Ich werde mir auf jeden Fall schon mal einen Job claimen. Also einen Job, den könnt ihr nicht machen, den werde nämlich ich zu 1000% machen. Und den werde ich mir jetzt schon sichern. Und das ist der Job des Bootbauers. Also ich will auf jeden Fall das Design vom Boot machen und auch das Boot an sich, das Floß, bauen.